Dann hören wir jetzt den zweiten Teil von Katjas Rede. Alle Redebeiträge findet ihr in Videoform, manche auch in Textform auf der Webseite Offene Gesellschaft Kurpfalz www.offgess.de. Jetzt Katja! So, ja, können und was war jetzt noch kann und darf nicht sein, genau, können und dürfen. Wichtige Wörter, ne, die wir lernen. Also, ich erlaube mir, die Figur des Demonstranten als Extremist und Verschwörungstheoretiker noch dieses Gegenbild hinterher zu schicken. Und zwar ein Bild von den Extremismus-Experten selbst. Aus empirischen Befragungen, so sagen sie, sei als Forschungsergebnis hervorgegangen, hört genau zu, wer gegen die Covid-Impfpflicht auf die Straße geht, will sich meistens nicht impfen lassen. Ja. Hört, hört! Wer Opposition auf der Straße macht, der wählt oft eine Oppositionspartei. Das heißt, die Experten geben Selbstverständlichkeiten als Forschungsergebnisse aus, aber das, was schwierig ist, das erforschen sie nicht. Da sie keine Zusammenhänge finden zwischen dem Extremismus und den Maßnahmen und Impfkritikern, konstruieren sie welche. Dafür überinterpretieren sie zeitliches und räumliches Zusammentreffen. Sie nehmen zum Beispiel den Mörder von Ida Oberstein, der vielleicht gar kein Extremist war, sondern psychisch krank. Für sie war er ohne Frage ein Extremist. Und dieser Mörder habe, bevor er zur Tat schritt, Webseiten und Twitter-Accounts von unabhängigen Autorenblogs besucht. Also da steht drin, oder das ist ein Bericht vom ZDF, da wird also genannt die Achse des Guten, da wird genannt Boris Reitschuster und Norbert Bolz beispielsweise, also kennt ihr sicher einige davon. Und man kann daraus ableiten, wie gefährlich diese Webseiten sind. Indem man diesen Zusammenhang zwischen dem Mörder und diesen Seiten herstellt, werden natürlich alle auf einen Schlag zu potenziellen Mördern erklärt. Die Autoren und die Leser dieser Webseiten, also Journalisten, Wissenschaftler, Familien, Hippies, Selbstständige, ihr wisst schon. So werden Kausal- und Sachzusammenhänge simuliert und die können immer noch unsinniger werden. Die Impfgegner, also die radikalen, gefährlichen Impfgegner, die vom Immunsystem reden, die würden die menschliche Natur idealisieren, so heißt es. Das bedeutet, das ist ein Zitat, Menschenfeindlichkeit. Sie nehmen es nämlich in Kauf, dass Menschen sterben, etwa an Corona, und das bilde, Zitat, die Brücke zu völkischen Bewegungen, also zu rechtsradikaler Gesinnung. Wenn ich so etwas lese, dann verstehe ich schlagartig, warum sich diese Spezialisten Experten für Irreführung und Desinformation nennen. Aus solchen empirischen Umfragen und Theorien darüber, wie man zum Mörder wird, schlussfolgern sie, zwischen 25% und 30% der Bevölkerung tendierten in Deutschland zu Verschwörungstheorien. Das ist wieder ein Appell an die Strafverfolgungsbehörden. Kaum muss man hinzufügen, wer diejenigen als völkische Extremisten bezeichnet, die von einem Immunsystem gegen Erkältungskrankheiten sprechen oder die einem unabhängigen Autorenblock folgen, der verharmlost selbst den Nationalsozialismus. Wer öffentlich dazu aufruft, ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung unter strafrechtliche Beobachtung zu stellen, der verbreitet selbst extremistisches Gedankengut. Wenn sich die Experten ihre Pseudo-Sachzusammenhänge ausdenken, dann verdrehen sie Ursache und Wirkung. Vor ein paar Wochen hieß es in einer Studie über Impfgegner und ihre Demonstrationen, angeblich würden sie die Einführung einer Impfpflicht schon jetzt für die Mobilisierung von neuen Anhängern nutzen. Das ist besorgniserregend. Na klar, weil die Gefahr von Demonstrationen immer darin besteht, dass sie größer werden. Aber der Sache nach verdrehen die Experten hier Ursache und Wirkung. Sie unterstellen, dass die sogenannten Impfgegner selbst an einer Impfpflicht interessiert sind,
die Spinatgegner bekanntlich an einer Spinatpflicht, weil sie dadurch neue Anhänger für ihren Spinatradikalismus anwerben können. Auch das weist wieder zurück auf die Kriminalisierungstechnik dieser angeblich gemeinnützigen Forschung. Denn es bedeutet, diese Experten, nicht die Demonstranten, behalten sich vor, jeden neuen gesellschaftlich-politischen Konflikt zu benutzen, um mobil zu machen gegen fast 30% der Bevölkerung. Zu erwähnen bleibt schließlich die Psychopathologisierung der Demonstranten. Sie erklären sie ja für verrückt. Nicht nur der Gesundheitsminister behauptet, für Impfgegner bedeutet seine Impfpflicht eine psychische Erleichterung. Die Experten haben ihm dafür das Stichwort gegeben. Denn sie meinen, durch eine Impfpflicht könnten die Impfgegner es auf den Staat schieben, wenn sie sich am Ende doch noch impfen lassen. Die Pflicht verschafft ihnen ein Gefühl von Freiheit, da sie doch selbst beim Gedanken an den kleinen Pieks unter lauter Zwangsvorstellungen leiden. Solche Anmaßungen geben mir den besten Aufschluss über die Qualität der gesamten Forschungsrichtung. Die unplausiblen Sachzusammenhänge, die sich diese Forscher da zusammenreimen, können sie durch Psychologisierung in ihr Untersuchungsobjekt hineinprojizieren. Der Zusammenhang ist unsinnig, weil die Verschwörungstheoretiker und Impfgegner nicht ganz bei Trost sind. Die Experten verbergen mit dieser Methode ihr eigenes Unvermögen. Und auch die Kriminalisierung profitiert davon, denn wer psychische Probleme hat, den kann man schnell für unberechenbar und gefährlich erklären. Verhöhnen tun sie die Demonstranten sowieso. Am Gesundheitsminister und der großen Medienpräsenz sehen wir außerdem, die Experten finden für solche Realitätssimulationen immer einen Abnehmer. Je verrückter, je unzusammenhängender, desto eher finden sie jemanden, der ihnen das abkauft und nachplappert. So finanzieren sie sich. Diesen Forschungsaufwand genehmigen wir uns. Das lassen wir uns was kosten. Das Empörendste daran ist natürlich, dass mit all dem kein einziges Problem gelöst wird. Man muss sich nur vor Augen halten, was ein Bürgermeister, der samt Familie und Kindern tatsächlich von Extremisten bedroht wird, was die Opfer des NSU beispielsweise, also die Angehörigen, von dieser Art von Forschung halten, was sie ihnen nützt und was sie davon haben. Wir haben es schon bei Regierungspsychologen gesehen. Auch diese teuren Extremismusforscher sind nicht in der Lage, einen Gegenstand wissenschaftlich einzugrenzen, relevante Fragen zu formulieren und sie mit passender Methode zu untersuchen. Sie schüren nur eine paranoide Stimmung in der Bevölkerung und bei den Behörden. An die 30% sind gefährlich und böse und man erkennt die Bösen noch nicht einmal. Denn sie treten ja als Hippies und Familien in der Öffentlichkeit auf, als selbstständige Unternehmer sogar. Außerdem verstecken sie sich im Internet. Es ist wie beim Virus, alle sind verdächtig. Wie gehen nun wir Demonstranten mit all dem um? Wir sind ja Zeitgenossen und da muss man aufpassen, dass man nicht in genau dieselben Muster verfällt. Nicht, dass wir auch so auftreten, als wollten wir die ganze Welt retten und zu besseren Menschen erziehen. Ich will meinerseits keine Bekenntnisse nachplappern und Symbole der allerbesten Absicht vor mir hertragen. Man muss auch aufpassen, dass man sich nicht selbst auf billige Weise über andere lustig macht oder in eine Dauerempörung verfällt. Es bringt nichts, mit grandiosem Alarmismus vor der großen Gefahr solcher Realitätssimulationen zu warnen. Und Drohungen verbieten sich natürlich erst recht, weil der Protest der Demonstranten gewaltfrei ist. Die teuer bezahlte Realitätssimulation dient, besonders in Krisen. Ja, okay, gut, also Entschuldigung, ich bin völlig irritiert von so viel Antidisziplin. Gut, also nein, Antidisziplin ist was ganz anderes. Das ist ein Konzept, das der französische Soziologe und Kulturphilosoph Michel de Certeau 1980 in seinem Buch über die Kunst des Handelns entwickelt hat. Certeau meint, wir sind Konsumenten. Wir sind Medienkonsumenten. Das stimmt. Aber Konsumenten sind nicht passiv. Dieses Vorurteil vom trägen, denkfaulen Zuschauer an den Bildschirmen auf dem Zwischengeschoss wird von der Medienindustrie selbst geschaffen. Die Medienproduzenten sind es, wie auch manche Universitätsprofessoren, die sich gerne in der Vorstellung wiegen, sie würden das Land informieren und bilden,
Sie würden Ihre Adressaten erziehen und Sie müssten es ihnen immer einfach machen, weil diese Menschen nur ihre tägliche Ration abgrasen wie eine Hammelhähne. So sagt es Certeau. Er entwirft ein ganz anderes Bild. Er vergleicht den Medienkonsum und den Konsum überhaupt mit der Kolonialisierung. Die Geschichte zeigt, dass die indigene Bevölkerung aus der jeweils neuen Kultur, der sie sich beugen musste, immer etwas anderes gemacht hat. Sie unterwanderte den Kulturimperialismus nicht, indem sie die neue Kultur ablehnte oder als solche zielgerichtet veränderte. Sie veränderte sie, indem sie sie ihren eigenen Zwecken listenreich und leise anpasste. Das ist Antidisziplin. Der produktive, kreative und subversive Umgang mit Konsumprodukten, die uns mit lautem Spektakel zur Passivität verdammen sollen, zum bloßen Nachplappern und vor allem dazu, alles mitzumachen. Diese leise und trickreiche Aneignung ist ein Wildern, so sagt Certeau. Jedes Mal, wenn wir vom Alltag zu Wissenschaft und Nachrichtenkritik nach oben ins Dachstübchen laufen und von dort wieder zurück ins Leben, müssen wir ja sowieso diese Zwischenebene der medialen Realitätssimulationen queren. Wir leben ja doch alle in einem Haus. Wir kommen also an den smarten Dashboards und Herz-Schmerz-Geschichten, an den großen Experten und Weltenrettern nicht vorbei. In der Figur des dummen und bösen Verschwörungstheoretikers, die dort täglich ihr Bett neu aufgeschüttelt bekommt, werden wir uns selbst immer wieder begegnen müssen. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu wildern. Wir nehmen diese böse Figur, die falschen Bilder, die falschen Zahlen und die falschen Impfversprechen und wir machen etwas anderes daraus. Nehmt ruhig den Extremismusvorwurf und schafft euch extreme Momente im Leben. Ich hatte gestern einen extremen Moment des extremen Glücks, zum Beispiel gestern Abend mit ganz lieben Menschen. Ich drehe diesen Leuten sehr gerne ihre falschen Wörter im Munde um und bedanke mich deshalb heute bei euch für dieses bunte Bild, was wir hier alle zusammen abgeben. Liebe Familien, Querdenker, Selbstständige, Verschwörungstheoretiker, Hippies, Impfgegner, und vor allem, liebe Rentnerinnen, die ihr dahin gegangen seid heute, wo es richtig schmutzig ist. Dankeschön. Das war Dr. Katja Leyhausen. Wenn ihr den Redebeitrag nochmal hören wollt oder nachlesen wollt, findet ihr ihn auf der Offenen Gesellschaft Kurpfalz. Dort findet ihr auch die Beiträge von Karin Haag. Dann haben wir jetzt noch eine Ankündigung. Ihr wisst ja, wir nehmen die Demokratie ernst und dementsprechend lassen wir hier jetzt auch eine Pro-Regierungsdemo ankündigen. Es ist natürlich auch wichtig, dass die andere Seite gehört wird, die sich für mehr Staat, für mehr Regierung, für mehr Unterwürfigkeit einsetzt. Großen Applaus für Winfried Willkürzner! Danke, danke. Schön, dass ich hier reden darf. Ich wollte nur ein bisschen Werbung machen. Jetzt im Anschluss gibt es eine Demo hinten am Löwenbrunnen. Da starten wir jetzt gleich. Wir werden der Regierung huldigen mit verschiedenen Plakaten. Vertraut der Regierung, sie will euer Bestes, unsere Kriegstaube. Hier noch ein deutscher Friedensvorschlag, ein Panzermarder. Und das ist My Body, Their Choice und allerlei wichtige Sachen werden wir skandieren, damit wir den Endsieg im Kampf gegen das Virus schaffen. Ja, Lockdown jetzt wird unsere Parole sein. Zieht mit durch die Hauptstraße, die Gesichter der Passanten sind unbezahlbar. Danke, jetzt gleich geht's los. Hier gibt es noch Plakate, also falls jemand keine Zeit hat, mehr mitzukommen. Noch Plakate für unsere nächste Demo. Nächste Samstag, Lockdown jetzt, sonst erreichen wir die Herdenimmunität noch vor dem Winter. Ich bin ein guter Mensch. Denn ich glaube an die Impfung. Spritze Gottes, du nimmst hinweg das Virus der Welt. Impfen ist Nächstenliebe. Lockern, nein danke, totaler Lockdown jetzt. Das war's. Genau, also hier gibt's Plakate, nehmt sie mit, hängt sie euch ans Auto, vor die Haustür. In der heutigen Gesellschaft braucht ihr keine Angst haben, dass euer Auto verkratzt wird. Wir sind ja pro Regierung, insofern ist da keine Gefahr. Ich freue mich auf zahlreiche Teilnahmen.
Ah, und wir haben einen Special Guest heute sogar. Wir haben eine Rede von Winfried Scholz. Ich glaube, ich gehe ja fast leer aus.